Liebe Zuhörer, in der Fußball-Europameisterschaft 2021 wird am Sonntag das Endspiel von England gegen Italien in London gespielt. Im Sonntagsevangelium erfahren wir, wie Jesus seine Freunde zu zweit auf den Weg schickt, um die frohe Botschaft zu verkünden. Wenn wir genau hinschauen, dann gibt es Parallelen zum Fußball. Die Jünger Jesu sollen kein Gepäck mitnehmen, nur die Sache, die sie tragen. Sie werden von Jesus beim Abschied mit der Gabe der Heilung ausgestattet, das heilende Öl. So können sie durch sich persönlich heraus in den Gastfamilien und unterwegs die christliche Lebensfreude verteilen. Wie ist es mit den Fußballspielern auf dem Feld? Enorme Geldsummen werden für sie bezahlt. Eine große Gruppe von Betreuern umgibt sie. Doch auf dem Fußballplatz stehen sie alleine, nur ausgestattet mit ihrem persönlichen Können. Jeder für sich. Und doch nur im Team können sie etwas erreichen. Oft beobachtete man das schon bei einem schnell ausgeführten Konterangriff. Alleine vor dem gegnerischen Torwart gibt es kaum Erfolg. Wenn aber ein zweiter Teamkollege einen geschickten Pass annimmt, ist häufig das Tor da. Jesus schickt seine Freunde auch zu zweit auf dem Weg. Sie können sich gegenseitig unterstützen und ergänzen. Mehr Leute braucht er nicht. Es sollen sich keine Gruppen bilden, sondern sie sollen sich verteilen, um den christlichen Frieden zu verbreiten. In mir schlagen ja die zwei Herzen, das Deutsche und das Italienische. Zwei Staatsbürgerschaften habe ich, die deutsche und die italienische. Natürlich schaue ich jedes Fußballspiel mit der deutschen Mannschaft und bin enttäuscht über die Ausscheiden. Doch wenn ich ehrlich bin, ist beim Fußball meine italienische Seele noch immer stärker. Stolz bin ich und wir Italiener auf die guten Kritiken über unseren Fußball im Augenblick in diesem Turnier. Ja, es ist gut, die Leichtigkeit des Spiels zu sehen, den Teamgeist und die vielen freundschaftlichen Gesten untereinander. In dieser Woche traf ich einen anderen Italiener. Wir kannten uns nicht, sofort waren wir uns mit unserer Freude über den Erfolg beim Fußball nahe. Er gab meiner kleinen Gruppe einen schmackhaften Limoncello aus, den wir auf den erhofften Sieg tranken. Welch ein Traum ist es, uns Christen auch mal so agieren zu sehen. Man trifft sich zufällig auf der Straße und teilt seine Lebensfreude über den gemeinsamen Glauben. Wir haben Jesus an unserer Seite. Was für eine Sicherheit begleitet uns auf unserem ganzen Lebensweg. Er ist immer unser Begleiter. Diese frohe Botschaft können wir mit mehr als 60.000 Zuschauern im Stadion teilen. Liebe Zuhörer, Sonntag 21 Uhr werde ich vor dem Fernseher sitzen. Ich werde mit Fiebern und aufgeregt sein. Einige Fußballspieler werden sich vor dem Spiel oder nach einem Tor bekreuzigen. Natürlich hoffe ich, dass Italien Europameister wird. Im gegenteiligen Fall aber werde ich meine Lebensfreude nicht verlieren. Ich wünsche Ihnen eine gute Ferienzeit. Don Cesare. Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ibbenbüren und Brochterbeck.